So, hier sieht man mal die Köder, mit denen wir schleppen, vom Kajak aus oder eben vom Boot aus. Das ist der X-Rap Magnum 40, das ist der 30er, der Unterschied ist circa 2 cm zwischen den beiden. Vom Volumina ist der halt weitaus größer, weitaus voluminöser als beispielsweise der hier. Man sieht es, also der hier ist ein ziemlicher Propper. Es ist ein neues Modell, ich glaube aus 2017, das Rapala hier auf den Markt gebracht hat. Die Fische hier in diesem Bereich kennen ihn jetzt quasi noch nicht so gut. Beide sind UV-aktiv, das finde ich eigentlich auch ziemlich prickelnd. Das kann ich vielleicht mal in irgendeinem anderen Video mal zeigen, wie die leuchten unter Wasser. Auf jeden Fall unglaublich schöne blaue Färbung. Und ja, ich fische die super gern hinten mit Einzelhaken. Aus dem Grund, ich kann das mal kurz zeigen, wenn ich jetzt einen Drilling nehme und im Vergleich dazu halte, ja, da sieht man eigentlich eindeutig, dass wir da einen weitaus größeren Schenkel haben und sich die Fische weitaus besser haken können als bei so einem kleinen Drilling. Der Drilling vorne, natürlich, falls mal ein Fisch irgendwie seitlich zupackt, und man weiß ja natürlich nie, welcher Winkel das sein wird, dass er dann möglicherweise hier vorne sich festhängen kann. Jo.